Servus zusammen. Servus. Ja, mich sieht man noch gar nicht. Zusammen. Ich begleite den Hannes für Moin. 2 Tage jetzt auf Radreise. Der geht nämlich jetzt auf Radreise, wie ich damals. Der fährt bis Aserbaidschan oder Iran. Und wir fahren jetzt von München aus bis nach Füssen, wo ich wohne. Also 2 Tage. Das ist jetzt schon relativ spät im Tag, weil wir heute noch viel zu tun hatten. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mal mit und dann schauen wir mal. Ein paar Sekunden später. Warte, aber ich bin noch gerade so, noch gar nicht so, hab mich noch gar nicht voreingestellt. So, jetzt geht's hier los. Du hast dich wirklich nicht. Nein, ich dachte. Ich dachte, du kennst den Weg nach Nee, Füssen. ich dachte, du bist der Radreisende hier, du kennst den Weg. Aber bist du nicht schon mal nach Füssen gefahren? Ja, aber von einem anderen. Also, ich weiß nicht mehr, wie es durch München durchgeht. 20 Minuten später. Du hast doch deine Karte. Ich habe eine, ja, ich habe eine, Hier. nein, nicht da. Sag Ja, doch. da navigieren wir ganz, ganz grob mal so. Wir sind circa In hier. München und müssen nach Füssen. Also, das ist so ein bisschen südwestlich. Genau. So, kurz vor Österreich. 2000 Jahre später. Süden. Warte mal. Nie ohne. Jetzt ist 3 Uhr. Das heißt, da ist Süden. So bayerische Landschaftsidylle jetzt hier in der Nähe von der Bundesstraße und dort vorne ist eine Kuhherde, die auf der saftigen Weide grast. Also es geht jetzt immer weiter Richtung Alpen. Wir sind jetzt hier auf irgendwie 550 Metern und es geht immer ganz bisschen bergauf, aber jetzt gerade ging es auch mal schön bergab. Für heute Nacht sind wir jetzt bei Freunden untergekommen und gerade kochen wir was, damit der Meisterkoch. Sag doch mal, was es gibt. Was noch Moment? Linsen, Nudeln und Zucchini. Die ganz klassische Kombination. Also die Zucchini in den Spaghetti gekocht. Dazu die Linsen. Mit Sonnenuntergang. Ja, ein neuer Radeltag hat heute jetzt begonnen. Wir sind gerade aufgebrochen und stehen hier am Ammersee. Und Samuel, wie weit ist es heute etwa? 84 Kilometer insgesamt und ja, 1000 Höhenmeter hoch, 700 runter. Ja, also nach Füssen geht es also stetig bergauf. Wir haben heute Morgen beim Frühstück auch schon ein bisschen die Alpen gesehen, haben da an einem See auch übernachtet, bei einer Bekannten. Wir haben heute auch eine ganz schöne Route, mehr durch den Wald durch. Haben jetzt ein bisschen länger dafür, aber es ist ganz schön von der Karte zu sehen. Genau, und gestern in München hatte ich nochmal die Möglichkeit einzukaufen und ich habe bemerkt, dass ich echt ziemlich schwer beladen war hinten und jetzt habe ich gerade gestern dann nochmal meine Isomatte durch eine 1 Kilo leichtere ersetzt. Und auch mein Schlafsack ist jetzt 1 Kilo leichter. Und das ist echt erstaunlich, was für einen Unterschied das macht.
Hannes fährt in den Busch. Hier am Ammersee ist echt wirklich idyllisch. Da hinten hat man gerade noch einen Zwiebelturm gesehen. Hier sind Felder und echt wenig Dörfer und Industrie. Hier radeln wir jetzt an einem Fluss entlang. Ich zeige euch mal, wie mein Zelt dann aufgebaut auch aussehen wird. In etwa so. Ziemlich gebückt, sagen wir. Windschnittig. Ah, deswegen. Oberhausen. Oder Obershausen, Obernhausen. Wir hatten jetzt gerade eine Pause nach etwa 40 Kilometern und haben aber gerade mal die Hälfte von der vom Tagespensum geschafft. Und ja, jetzt steht so um, was ist es, 14 Uhr oder so, noch einige Kilometer nach Füssen vor uns. Ja, schauen wir mal, wie wir das schaffen. Samuel merkt, er ist auch gar nicht mehr so fit, wie er damals auf Radreise war. Und ich bin es ja auch noch nicht gewöhnt. Und einige Höhenmeter haben wir noch vor uns. Heute Vormittag war, was Höhenmeter angeht, noch nicht so viel los. Insgesamt sind es ja 1000 heute. Mit 50 Kilogramm Gepäck ist das nicht wenig. Gerade wenn ich sonst eigentlich gar nicht so viel Rad gefahren bin. Ja, schauen wir mal. Na, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich weiß nicht, wie es meine Kathmandu geschafft habe. Mit mehr Training? Mehr Training. Der rastet, der rastet. Thank you.
Das ist auch damals, als ich auf Weltreise aufgebrochen bin. Und ich bin dann hier hochgestrampelt und dachte mir so, oh scheiße, wenn das jetzt schon so anstrengend ist, wie soll das denn nur später werden? Wie soll ich denn in Thailand ankommen? Wir haben uns jetzt mit einer Gruppe Reiseradler zusammengeschlossen. Einer hat mich davon sogar erkannt. Das ist das zweite Mal in meinem Leben gewesen, dass mich jemand über YouTube erkannt hat. Und sie müssen eben auch noch füssen. Da fahren wir jetzt eben zu 5 Grad weiter. Heute am vierten Tag, am Ende der Tour und bei so einer ziemlich lauten Zugwelle. Echt schöne Landschaft. Und da vorne steht sogar ein ganz schönes Schloss. Gestern dann angekommen bei mir zu Hause. Irgendwie, wie war die Reise? Für dich anstrengend, für mich nicht. Das stimmt, ich war überrascht, wie anstrengend es doch war, wieder reinzukommen, da, also körperlich, nachdem ich jetzt so lange nicht mit dem ganzen Gewicht Rad gefahren bin. Ja, bei mir ging es ziemlich gut, trotz meinem höheren Gewicht sogar als bei dir. Dein höheren Gewicht? Nein, anderes. War es echt in Ordnung, also ich war überrascht. War teilweise vorne in der Gruppe auch, ne? Also, ja, passt. Genau, und er fährt dann jetzt heute noch weiter. Ich bleib hier. Verlegen. Aber du stellst so schwierige Fragen. Ein Ständer ist noch draußen, Hannes. Kurze, ja?